Herzlich willkommen zum Galaktischen Beobachter. Wir sind der Peter. und der Christian. Der Philipp ist irgendwie verschwunden. Vielleicht stößt er nachher noch zu uns. Wir werden sehen. Hobby Progress. Peter, hast du was? Ich habe meine Nightlords, meine Massen an Standard Marines fertig gebaut und meinen ersten Cybots. Ah, ausgezeichnet. Sehr gut. Ich kann mich erinnern, ich hatte schon ein Foto gesehen. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Jetzt muss ich da noch Farbe draufhauen. Und ich habe ein paar schöne STLs für Terminatoren, für meine Tartaros Terminator gefunden. Also es geht gerade ganz fleißig vorwärts. Ausgezeichnet. Gut. Und bei dir? Ich habe Untote weiter bemalt. Vampirfürsten. Also nichts für die Heresy. Ah doch, ich habe meinen Fafneran habe ich zusammengebaut und umgebaut. Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast. Ich habe ihm jetzt einen Phalanx Warder Schild gegeben, einen Phalanx Warder Helm und eine Phalanx Warder Axt in den Schild und eine in die Hand. Genau, und dann habe ich ihm diese dämlichen Pterges weggeschnitten. Ja. Ach ja, das hast du beim letzten Mal schon eine gewisse Abneigung gegen die gehabt. Ja, sowas Blödes. Sie machen da auch keinen Sinn. Nee. Und sinnvoll sind sie da auch nicht. Ja. Aber weißt du, stylisch und so. Ja, ja. So, was hast du da für uns Schönes vorbereitet? Sons of Horus. Genau. Peters Farben der Häresie. Genau, genau, genau. Heute geht es um die Sons of Horus. Habe ich lange drum gedrückt, weil ich dieses Grün von denen sehr anspruchsvoll empfinde. Mhm. Und früher hat es ja dazu nicht mal eine richtige Farbe gegeben. Ja doch, ganz früher gab es von Forgeworld so eine schöne Farbe, aber die gibt es schon lange nicht mehr. Ja, ja, aber... Aber ich so glaube, die GW-Farbe, die es jetzt gibt, ist die gleiche tatsächlich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich hatte so ein bisschen immer meinen Respekt vor diesem Grünton, weil das so was ganz Spezielles irgendwie ist. Da ist sehr viel Blau auch mit drin, aber dann wird es doch irgendwie so ein richtig schönes Grün. Also schwierig, schwierig, schwierig. Aber jetzt dachte ich mir einfach mal, ich kaufe mir so einen Pot von der GW-Farbe und schau mal, was ich damit machen kann. Und ich bin angenehm überrascht, was rausgekommen ist. Also hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist ja schon mal gut. Man sieht es ja auch. Ich habe hier auch mal versucht, mal mit einer Schneebase zu machen. Mhm. Und gefällt mir ausgenommen gut. Vielleicht mal eine Zweit- und Drittarmee. Hahaha. Ha, ha. Ja, ich weiß, musste ich jetzt machen. Na, dann im 22. Jahrhundert dann. So ungefähr, nicht mehr. Ach Gott. Aber ja, sehr. Ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen was erzählen kann, wie man diese seegrüne Rüstung hinbekommt. Auch einen kleinen Exkurs, wie ich Schnee mache. Mhm. Und dann auch, wie ich schon angekündigt hatte, vielleicht mal ein kleiner Einblick in die Pinsel, die ich benutze. Da ein Vergleich zwischen den Winsor & Newton, von denen ich immer wieder geschwärmt habe, und einer sehr günstigen Pinselvariante von Robloff. Das habe ich euch ein bisschen was mitgebracht. Genau. Jetzt vielleicht noch vorab, weil ich mir das gerade so anschaue, dieses schöne Männle. Ich finde, die Schneebase passt ja da wirklich gut dazu, zu diesem Grün. Also das ist dir so gesehen meiner Meinung nach schon mal sehr gut gelungen. Das lässt die Figur dann nochmal richtig schön da rauspoppen. Also gefällt mir sehr gut. Okay, dann schauen wir uns mal das erste. Oh, eigentlich sollte jetzt was passieren. Jetzt vielleicht? Ja, okay. Schauen wir uns mal das erste Bild an. Genau, also wie üblich, ich habe mit einer Zwei-Komponenten-Grundierung gearbeitet, also schwarz wieder gesprayt, weiß drüber genebelt. Und man sieht hier auch ein bisschen, wie ich den Boden gemacht habe. Ich habe, es gibt da so, ja, wie heißt denn das? Das sind so, in der Malerei gibt es da so Strukturpasten. Ja, Strukturpasten, ganz genau. Und da gibt es im Bösner von denen, deren Hausmarkt, die haben da so riesige Pots davon, da ist so ein Liter von dieser Paste mit drin, kostet irgendwie 12 Euro und gibt es in Fein und in Körnig. Mhm. Ich nehme immer den Feinen und das ist Bombe, das Zeug. Wie also, heißt das Produkt? Lass mich kurz gucken.
von Guardi, heißt das. Guardi, sehr nett. Guardi, genau. Acrylspachtelmasse A. Aber ich schicke dir noch ein Bild, dann kannst du das nachher noch ins Video reinschneiden. Und genau, das gibt es vom Bösner. Und das trägt man einfach mit einem Zahnstocher auf oder in größeren Flächen eignet sich immer ein Buttermesser sehr gut dafür. Buttermesser, ja, fein. Ja, kann man auch danach sehr gut abwaschen, kann man genauso gut wieder verwenden. Und das Schöne ist, dass das auch genau in der Form austrocknet, wie man es aufgetragen hat. Und bietet sich dann auch oft an, mit irgendwie Steinen noch irgendwie einzuarbeiten. Man kann dann später auch nochmals ein bisschen Erde oder Sand drauf machen, wenn es noch feucht ist. Aber ich habe es jetzt hier, also ich wusste schon, dass ich eine Schneebase machen werde und habe da jetzt einfach nochmal so eine Struktur aufgetragen, dass ein bisschen was dort passiert. Gut, dann schauen wir gleich das nächste Bild an. Genau. Da hast du mal uns hier eine Farbenreihe aufgebaut. Genau, das sind die Farben, die ich benutzt habe. Ich habe mir als allererstes die Sons of Forest Green als Basis genommen und habe mir dann überlegt, was kann ich benutzen, um das Grün aufzuhellen. Habe mich hier für Light Green von Weicho entschieden. Und dann weiten die Lichter mit dem Light Yellow und dem Ivory. Das habt ihr ein paar Mal schon gesehen hier bei mir. Und für das Abschattieren habe ich mir ein Chemo Black Brown genommen und klassisches Schwarz. Also jetzt nicht so wirklich das Wildeste. Das war eigentlich so, wie ich diese Rüstung vorhatte, hochzuziehen. Und auf dem nächsten Bild sieht man dann auch schon, ich habe mich hier Peters auf Nasspalette. genau, in diesem wunderschönen Gelb. Ja. Ich habe mir hier einfach schon mal die Farben auch vorgemischt, die ich benutzen werde. Das mache ich zurzeit öfters. Man sieht hier oberhalb von dem Schwarz ist, also rechts oberhalb von dem Schwarz, das ist eigentlich dieses Sons of Forest Green in fast Reinform. Dass man sieht auch, dass es da einen sehr hohen Blauanteil hat. Ja. So, das ist schon eigentlich mehr ein Blau, also So ein Türkis, oder? Blautürkis, passt schon so, ja genau. Also Ja. es ist so ein ganz komischer Farbton. Man sieht es dann auch erst, wenn man bei den oberen beiden habe ich dann das Light Yellow mit reingemischt. Und man sieht dann schon, erst dann wird es ein richtiges Grün eigentlich. Also sehr, 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 sehr spannende Farbe. Und weiter oben sieht man dann auch noch das Light Yellow und das Ivory, was ich mir dann vorbereitet hatte, um dann ein bisschen das Light Green später aufzuhellen. So, Also dann. sowas lohnt sich immer mal wieder auf der Nasspalette schon mal vorzubereiten, dass man weiß, über welche Schritte werde ich das ganze Modell eigentlich dann aufhellen. Dann hast du als nächstes ein Foto von dem Sons of Horus Green. Genau, das ist nämlich auch das, womit ich gestartet habe. Einen ersten Farbauftrag sieht man dann gleich beim nächsten Bild. Einfach mal ganz wild Den aufgetragen. hast du sehr dünn gemacht, wie man sieht. Es war eigentlich sogar direkt aus dem Pott Ah, raus. Also was? es ist eine Layerfarbe. Ich wollte mal ein Gefühl dafür bekommen, wie die sich so verarbeiten. Ich kenne von GW diese Farbkonsistenz noch nicht so gut. Die haben ja dieses Base-Layer und dann haben sie noch irgendwas. Und ich wollte jetzt einfach mal gucken, wie verhält sich das. Es ist sehr dünnflüssig, wie ich gesehen habe, und habe dann eigentlich auch einfach noch meine zweite Schicht danach aufgetragen. Das Sieht ist man dann dann das auch nächste Bild. ganz genau. Und da sieht man dann Ja. auch, wie auch öfter schon in den letzten Videos immer mal wieder gezeigt, dass ich erstmal immer eine deckende Grundschicht herstelle. Hier ist es dann auch wieder relativ hell, aber man sieht auch hier wieder sehr schön, wie dieses Blau raussticht aus der ganzen Figur. Das Ja. gibt dem Ganzen einen sehr kalten Gedanken, einen sehr kalten Charakteristika. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, da wird es dann mit dem Schnee richtig gut harmonieren. Und ja, was man dann schon auch wieder sieht auf dem nächsten Bild, meine Standardfarben Black Metal und und Elfengold. genau, also wirklich muss ich sagen, die Metallfarben von Scale Bombe kann ich immer nur empfehlen. Ich benutze diese Black Metal jetzt garantiert seit 5 Jahren. Genau diesen Pot habe ich das kein einziges Mal nachkaufen müssen. Also wahnsinnig ergiebig. Ich musste den schon zweimal nachkaufen.
Jetzt? Ja, aber ich liebe den auch sehr. Also habe ich jetzt auch schon lang für mein Mechanikum sehr viel davon gebraucht. Klar, da ist es natürlich ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt natürlich Iron Warriors spielen würde, würde es Ja. wahrscheinlich auch anders aussehen bei mir. Ja. Aber ja, also kann ich euch allen sehr, sehr ans Herz legen. Generell, die haben von Scale da so ein vorgefertigtes Set an Metallfarben. Eigentlich reicht das in 30 Euro oder so. Das kann man gut investieren. Gut. Genau. Dann hast du im nächsten Bild schon das Silber und das Gold aufgetragen. Genau. Das, mir ist halt hier sehr, sehr wichtig, dass ich versuche, erstmal alle größeren Bereiche einzublocken. Also Farbe drauf, schauen, dass da überall einfach was passiert. Weil man sieht es hier auch, oder man wird es auch später nochmal deutlicher sehen, diese weiße Base strahlt dermaßen in den Augen und verändert das ganze Auftreten der Figur. Das heißt, immer meine Empfehlung, einblocken, schnellstmöglich irgendwo Farbe drauf bekommen, um einfach zu sehen, wo geht diese ganze Figur eigentlich hin, was soll passieren. Genau, also hier erstmal Metallfarben Dann draufgehauen. hast du Army Dann, Painter Quickshade Darktone. genau, diese Washes sind auch immer sehr zu empfehlen, weil sie die schöne Eigenheit haben, dass sie nicht so wirklich stark glänzen. Die trocknen eher matt aus. Einzig ist, wenn man dann irgendwelche Pfützen hat, die dann komplett austrocknen, da kann es dann glänzig werden. Deswegen meine Empfehlung, wenn ihr das auftragt, sofort schauen, mit dem Pinsel nachgehen, irgendwelche Reservoirs, die sich auf der Figur bilden, sofort absaugen, weil sobald das Zeug anfängt zu trocknen und ihr dann das abzieht, dann habt ihr so ganz schlimme Trocknungsränder. Das würde ich keinesfalls empfehlen. Genau, hier einfach mal großzügig über die ganze Figur gegangen, um einfach das Ganze auch ein bisschen runter, also abzudunkeln. Sieht Hast du man das auch. noch mal verdünnt? Also da fast gar nicht. Also ein bisschen Wasser ist immer bei mir mit drin, weil ich so Farben selten pur auftrage. Also was würde ich jetzt sagen hier, was waren das? 3 zu 1 Mischung, sowas in der Richtung. Also schon sehr großzügig, weil die Figur vorhin noch sehr, sehr hell war auf dem Grün. Und jetzt sieht man es zum Beispiel sehr schön an den Händen von dem Bolter, wie auf einmal da Kontrast reinkommt, aber auch auf dem Brustpanzer oder auf dem Helm. Das war einfach nötig, um da mal ein bisschen die Struktur der Rüstung nochmal Ich gehe jetzt herauszuarbeiten. nochmal schnell zwei Bilder zurück, damit man den Unterschied gut sehen kann. Also ich denke, wo man es besonders gut sieht, ist auf den Löchern oder auf diesen Beschädigungen, die der da auf der Brustplatte hat. Ja, Genau, da da sieht man es und sehr gut, aber aber eben auch. auch entlang der Kanten von den Panzerplatten und so, das sieht man schon gut, ja. Genau, und auch zum Beispiel am Helm sieht man Ja, es auch ja, schön, wie der ist. Sehr, sehr gut rausgekommen. Und dafür sind halt diese Quickshades eigentlich auch gedacht gewesen. Gut, dann machst du weiter mit Red Gore, das war vorher nicht dabei, und Genau, das mit sind so dem diese Schwarz. kleinen Sekundärfarben. Ja, Auch unter hier dem einfach Wuschel weitermachen. wahrscheinlich, oder oben? Genau, der Ja. Büschel und auch der Bolter, wie man dann auf dem nächsten Bild sieht, einfach nochmal einblocken. Und jetzt sieht man auch schon, wie die Figur eigentlich schon den Charakter Ja, bekommen hat. ja. Aber man sieht auch, puh, dieses Weiß da unten, das blendet schon extrem. Und ich habe mich dann an dieser Stelle dazu entschlossen, ein Tool zu verwenden, das ich hier bisher nicht gezeigt habe. Das ist das sogenannte Masking Putty. Ich glaube, Siehst wir du? hatten das schon mal, das hast du mal besprochen, was Ah, zur doch, Airbrush erzählt beim hast. Airbrushen, ganz genau, da Ja, hatte ich das ja, mal vorgestellt, du hast recht, ganz ja. genau. Für die sozusagen diese Folge vom, das war glaube ich damals der Iron Warrior, nicht mit angehört haben oder angeschaut haben, das ist, wie man dann auch auf dem nächsten Bild sieht, so eine schwarze, sehr, sehr feste Masse, die aber eine schöne Eigenheit hat, dass sie sich wahnsinnig gut also auf Strukturen drauflegt und als eine Art Maskierungsmittel fungiert, gerade wenn man mit der Airbrush arbeitet. Man kann es sehr, sehr gut formen, man kann es sehr, sehr gut steuern. Und das fühlt sich am Anfang ein bisschen
hart an. Also wenn man das rausnimmt, dann ist das wie so ein wabbeliges Stück Gummi. Und wenn das aber ein bisschen warm wird oder ein bisschen geformt wird, dann fließt es so richtig um die Figur herum. Ich hatte mir das damals auch gleich besorgt. Ich habe es aber bisher erst einmal benutzt. Aber es ist schon gut, ein gutes Produkt. Genau, also ich nutze es auch eher selten, weil ich nicht ganz so viel mit der Airbrush arbeite. Aber man sieht es auch auf dem nächsten Bild, wo ich es dann verwendet habe. Ja, Überraschung auf der Base. Genau, um einfach das mal wegzubekommen, weil Ja. es hat mich irre gemacht. Es war Ja. so hell Ja. und man sieht es jetzt auch auf einmal. Die Figur wirkt mit einem dunklen Untergrund komplett Ja, anders. das ist wohl wahr. Also ganz wichtiger Tipp, gerade auch wenn ihr Einzelfiguren anmalt oder auch wenn ihr in der Reihe viel anmalt. Ihr habt es meistens auf irgendeinem Korken drauf, ihr habt es auf irgendwas, auf irgendeiner Halterung drauf. Dicke, schwarze Farbe nehmen, diese Halterung einfach anmalen. Es ist ein Werkzeug. Das Schwarz hilft euch einfach, den Fokus auf die Figur zu ziehen, um auch da zu sehen, was passiert denn auf der Rüstung überhaupt. Weil wenn ihr von unten weiß angeleuchtet werdet, das irritiert euer Auge dermaßen. Ich kann es nur ganz, ganz dringend empfehlen, hier diesen Hell-Dunkel-Kontrast zu minimieren, indem man einfach den unteren Teil schwarz macht, um dann eigentlich den helleren Teil oben auf der Figur zu haben. Ja. So, dann hast du Sons of Horusgreen mit Light Green gemischt. Ziemlich. Genau, jetzt geht es so ein bisschen auch an die Rüstung. Ich habe das 50-50 gemischt. Ihr habt das vorhin auch auf der Nasspalette schon gesehen. Ich schnappe mir hier an den Schulterpanzern, sieht man es immer sehr, sehr schön, die hier schon deutlich heller sind als die anderen Rüstungsteile, aber auch am Brustpanzer beziehungsweise auch an den Armen. Die Beine habe ich jetzt hier gar nicht so in Fokus gehabt, weil die dann später auch nochmal dunkler werden. Ja, Genau, dann das habe ich in haben zwei Schritten gemacht. Dann sieht man auch jetzt hier, der Grünton wird auf einmal schon mal deutlich intensiver. wir. Es ist ein bisschen mehr dieses Light Green jetzt mit drin. Gerade, wie gesagt, Schulterpanzer ideal. Auf dem Hellen sieht man es ein kleines bisschen, aber auch an den am Kragen vom Brustpanzer sieht man dieses Grün schon rauspoppen. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, das geht so in die richtige Richtung. Gefällt mir ganz gut. Mir auch. Aber jetzt ging es erstmal wieder abdunkeln. Sons of Forest Green und Camo Black, Black Brown, Brown gemischt, eher verdünnt aufgetragen. Und da sieht man jetzt hier vielleicht nicht so ganz gut, gerade an den unteren Teilen von den Armen, an den Beinen, aber auch am Helm, da um um diese Schläuche, die wir da haben. Darum habe ich dann einfach nochmal versucht, wieder ein bisschen den Schatten rauszuholen, um diesen Kontrast langsam aber sicher aufzubauen zwischen hell und dunkel. Und das auch einfach nur mal als Gegenposition. Habe es dann nochmal, sieht man auf dem nächsten Bild, ich habe dann eine fast Earthshade, mein Gott, ist die alt, die hat ja noch den. Genau. Aber ihr seht, diese guten Farben haben bei mir ein sehr langes Haltbarkeitsdatum. Eine wunderschöne Shade. Gibt's Shades noch in den aktuellen Das GW-Sortiment? Agax Earthshade gibt es noch und Nullenoil und ein paar andere gibt es noch. Ja. Genau, also dann könnt ihr das auch genauso nachmalen. Das Agrax Earth Shade, das hatte ich gut verdünnt. Das war definitiv eine 50-50-Mischung, weil mir war mit diesem Camo Black Brown und mit dem Schwarz das fast schon ein bisschen zu dunkel. Ich bin dann sehr großzügig über diese ganze Figur drüber gegangen und habe überall nochmal versucht, ein bisschen diesen Braunton mit reinzubringen. Man sieht jetzt auch unten an den Beinen, dass es deutlich dunkler geworden ist, aber auch im unteren Teil des Brustpanzers. Das ist auch ein bisschen natürlicher, ein bisschen runder geworden. Es ist nicht mehr so diese krasse Stufe hatte wie vorhin mit dem Black Brown und dem Schwarz. Genau, und da war ich dann eigentlich auch schon ziemlich happy mit dem, wie die Figur vom Dunkelheit, also vom Schatteneffekt schon war. Und jetzt ging es wirklich nur noch ums Aufhellen. Da hast du jetzt dann das Light Green pur genommen, wenn ich das richtig Genau. sehe. Ja. Und da habe ich dann Schritt für Schritt angefangen,
die Stellen, die sowieso schon hell waren, noch ein bisschen weiter hochzuziehen. Ist aber in verdünnten und kleinen Schritten, weil ihr seht es auch, dieses Light Green ist sehr intensiv, es leuchtet sehr stark. Das heißt, auf den Stellen, die ihr vorhin schon in der Kombination mit dem Sons of Forest Green und dem Light Green gemacht habt, da einfach in kleineren Schritten weitergearbeitet, um die ganze Figur heller zu machen. Ich habe dann auch auf dem nächsten Bild mal einen anderen Blickwinkel genommen, Das um ist euch gut, ja, da sieht man jetzt, dass der untenrum viel dunkler ist. ganz genau und auch an den Armen, man sieht auch diesen leichten Satin-Glanz, der kommt von diesem Agrax Shade. Das Earthshake. Das war, glaube ich, eine Kanone, der Earthshaker. Ja, von den Chaoszwergen, genau. Oh Gott, ich bin so lange im Hobby schon. Genau, aber deswegen hier auch mal ein Experiment, mal mit einem anderen Blickwinkel. Und ich glaube, man sieht dann auch ein bisschen, wie schon diese Intensität des Grüns sich auf der Figur unterscheidet, gerade wenn es jetzt nicht so ganz krass angeleuchtet wird. Ja. Man muss bei mir müsst ihr euch das so vorstellen, mein Setup, ich benutze Tageslichtlampen, die wahnsinnig hell sind. Und wenn ihr dann eine sehr fast schon fluoreszierende Farbe wie dieses Light Green habt, dann wirkt es deutlich heller, wenn die direkt angestrahlt werden. Hier habe ich mal ein bisschen das Licht rausgenommen, um dann einfach diesen Sättigungsunterschied in den Grüntönen so hervorzuarbeiten. Ja, super. So, dann geht's weiter mit Light Green, Light Yellow und dem Ivory, wenn ich das jetzt Genau, wieder das sind richtig. jetzt sozusagen schon die letzten Schritte auf der Figur. Was ist denn das für eine Kiste? Ist das eine Weinkiste? Nee, Genau. Prosecco. Nee, was steht da? Na, Fresco. Ich Ja. kann es kaum lesen. Marchesi de Fresconi. Ja, ich benutze so alte Weinkisten als Aufbewahrungsort für spezielle Farben, Ah, sehr beziehungsweise gut. auch für kleinere Utensilien. Und es ist wunderschön, dort die Figuren abzustellen, dass nicht alles nur ebenerdig ist, sondern man das einfach auch mal ein bisschen höher hat und einfach auch mal einen Blick in aller Ruhe drauf werfen kann, was man dann gemacht hat. Genau, hier mit dem Light Yellow jetzt und mit dem Ivory, das aufgehellt. Das nimmt dann auch ein bisschen die Intensität aus dem Light Green raus. Und man sieht es jetzt dann auf den nächsten beiden Bildern, wie ich an ganz kleinen Stellen diese Lichter draufsetze. Also einmal am Schulterpanzer, an diesen Kanten, an den Ecken von den Schulterpanzern sieht man es ganz gut, beziehungsweise auch immer am Kragen oder auch Ja. am Helm oben, wie dann schon so dieses Light Yellow ist es hier rüberkommt, also dieses Light Green mit Light Yellow und dann auf dem nächsten Bild auch wie dann schon auch das Ivory langsam dazu kommt in lauter ganz ganz kleinen Schritten. Man muss da echt nicht mehr viel machen, ganz vorsichtig tüpfeln und sieht dann auch schon. Ich habe dann hier auch die Augen schon mit dem Ivory reingezogen und dann sind wir eigentlich auch schon auf dem letzten Bild mit dem schwarzen Armbrotboden, wo ich dann eigentlich gesagt habe, Ach okay, so, ich ab bin schon diesem eins Zeitpunkt. weiter, sorry. Du bist schon bei dem Weiß. Ja. Genau. Aber ich wollte hier nochmal zeigen, erstmal hier mit dem schwarzen Untergrund noch. Rüstung ist fertig soweit, Bolter ist fertig. Ich habe da auch, sieht man da auch, mit dem Ivory habe ich dann schon da ein bisschen drauf gearbeitet und auch oben am roten Helmbusch. Also nichts, was ich jetzt nicht schon in den letzten Videos immer mal erklärt habe, deswegen kann man springen. Aber man sieht es jetzt dann im Vergleich mit dem nächsten Bild, wo dann das Schwarz, wo Ja. diese schwarze Masking Putty wegkommt, wie sich komplett auch der Charakter der Figur ändert. Ja. Also wie dieses Weiß auf einmal rauspoppt und ich dachte dann schon, boah, das wird richtig cool jetzt mit dem Schnee aussehen. Genau, aber ab dem Der Zeitpunkt war Philipp ich. ist noch nicht angekommen, oder? Nein, der ist noch Okay. nicht angekommen. Ich kann es nicht sehen, aber der Peter kann es sehen. Okay. Naja. Der ist So. leider nicht dazu Dann gekommen. geht's weiter mit deiner Nasspalette. Da sehen wir jetzt das Schlachtfest, das du angerichtet hast. Genau, da sind Ja. dann alle Farben mit drauf, so wie ich sie verwendet habe. Ihr seht auch vom Anfang her im zentralen Bereich die Farben,
die ich dort schon vorgemischt hatte. Man sieht dann weiter oben auch, wo ich dann das Ivory und das Light Yellow ein bisschen mit reingemischt hatte. Und das Agrax. Genau, das Agrax, dann die ganzen Metallic-Farben auf der ganz linken Seite. Also ja, so kann man einfach das in aller Ruhe mal durcharbeiten. Und ihr seht auch zum Beispiel unten beim Rot, wie ich da erstmal das Red Gore hatte. Dann habe ich da ein bisschen abgedunkelt erstmal und habe dann noch ein bisschen von dem Light Yellow und von dem Ivory mit reingenommen, um das ein bisschen aufzuhellen und dann am Federbusch oder am Helmbusch da ein bisschen was zu machen. Also nichts sonderlich Aufwendiges, einfach mal schön schnell durchgearbeitet. Also da waren das auch jetzt auch eine Stunde oder so, wie ich an der Figur gemalt habe. Also ging sehr, sehr zügig. Ja, dann machst du jetzt weiter mit Ivory, Ghost Grey, Azur Blue und Adriatic Blue. Das Adriatic Blue ist eine Farbe, die ich liebe. Mhm. Genau, weil ich dachte mir, wie mache ich jetzt am besten meine Schneebase? Mhm. Und ich habe mir einfach mal diese vier Farben rausgezogen, gerade um diese Kälte am Boden herzustellen. Also gerade wenn ihr Schnee machen wollt, nicht einfach nur weiß anmalen, sondern packt Blau mit hinein. Es gibt dem Ganzen nochmal Kälte, es gibt dem Ganzen nochmal Distanz. Und ihr seht es dann auch auf dem nächsten Bild. Ich habe das einfach nur drauf gepanscht. Also da gibt es keine Logik, in welchem. Ich habe alle vier Farben einfach drauf gematscht auf die Base und einfach mit einem dicken Pinsel da in ein bisschen gepanscht. Anderes Wort fällt mir da nicht mehr ein. Aber es wirkt auch jetzt schon eigentlich wie so Eis. Ja, total. Super. Also das ist wirklich, das ist eine Sache von 20 Sekunden einfach darstellen, wild ein bisschen rumgepanscht. Und dann dachte ich mir schon, boah, cool, gefällt mir. Nochmal den schwarzen Rand außenrum gezogen und dann auf dem nächsten Bild mein Schneerezept, das ich immer wieder benutze. Das gute Kaisernatron für Küche, Haus und Reise. Ja, ja. Sensationell, das kostet irgendwie 5 Beutel, irgendwie 50 Cent oder so. Es ist super günstig. Ja, wir haben das auch immer da. Ja, das ist, kann man auch zum Backen benutzen, glaube ich. Backnatron ist das. Mit so einer wunderschönen 20er Jahre, einem wunderschönen 20er Jahre Logo da drauf, ja. Mit der Frau in dem Kleid beim Wasserschöpfen, das ist einfach nur schön. Ja, also es hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, das ganze Ding. Das könnte sogar noch älter sein. Könnte auch Biedermeier sein. Naja, ja, wie auch immer. Da bist du mehr der Experte. Das Ganze vermische ich dann mit Gloss Varnish oder Glossy Varnish. AK immer sehr zu empfehlen. Und ich benutze auch immer noch Crushed Glass. Also, da muss man ein bisschen aufpassen. Da muss man sogar höllisch aufpassen. Deswegen wollte ich das jetzt gerade nochmal hervorheben. Wenn ihr mit gemahlenem Glas arbeitet, immer Mundschutz. Und zwar nicht nur eine FFP2-Maske, sondern eine richtige Vollschutzmaske, so wie ihr sie auch beim Airbrushen benutzt. Weil wenn ihr atmet dieses Zeug dermaßen leicht ein und dann habt ihr die nächsten 3, 4, 5 Tage das Gefühl, dass eure Lunge innerlich blutet. Und sie tut es wahrscheinlich auch. Macht es nicht. Es ist kein Spaß. Ich bin sonst eher ein bisschen lax, was Sicherheitsmaßnahmen angeht. Aber beim Crushed Glass kein Spaß. Am besten eigentlich auch mit Handschuhen das machen. Aber also wenn ihr das pur auftragt, das Zeug saumäßig vorsichtig sein. Also jetzt, das nimmt man ja für den Glitzereffekt letztlich vom Schnee. Genau. Also man kann auch drauf verzichten, muss man auch klar sagen. Man kann auch darauf verzichten. Ja. Ich persönlich nutze es sehr, sehr gerne, weil es da nochmal ein bisschen das Ganze interessanter macht. Aber man muss es nicht machen. Genau, den Vallejo-Wassereffekt habe ich hier noch mit drauf gehabt. Ich habe ihn dann letztendlich aber nicht benutzt. Also kann man nochmal machen. Was ich jetzt hier tue, ihr seht, ich habe da so einen kleinen Plastikbehälter. Da haue ich erstmal Kaisernatron rein. Ich haue dann auch ein bisschen was von diesem Crushglas mit rein und gieße das Ganze dann mit so einem Glanzlack auf.
Und sieht man dann auf dem nächsten Bild, ich vermische das dann zu so einer Paste. Also da kommt es auch ein bisschen sehr auf die Konsistenz an, je nachdem, wie man halt so seinen Schnee haben möchte. Ich wollte ihn bewusst nass haben, nassen Schnee. Habe den deswegen ein bisschen dicker gemacht. Man kann das auch mit mehr Glanzlack einfach auch ein bisschen flüssiger machen. Das legt sich dann auch richtig schön auf die Base drauf. Und ich habe mich jetzt, wie gesagt, hier mit zwei Zahnstochern einfach für eine bisschen nassere, festere, kompaktere Variante des Schnees gemacht. Und dann haut man das einfach auf die Figur drauf. Und kann Da man dann sehen auch wir es schön schon. an die Rüstungsteile draufpacken. Ich habe mir das so vorgestellt, dass da so ein Stehgestöber auch noch ist und er halt vorher mit seiner Servorüstung durch diesen Schnee durchgestapft ist und kann man dann eigentlich ziemlich cool auftragen. Und ja, dann war er eigentlich auch schon fertig. Das ging ja flott. Ja, also straightforward, klar, für mich, ich bin ja jetzt doch ein erfahrener Maler. Klar, was man tun muss. Ich glaube, das ganze Rezept kann man auch sehr schön mit der Airbrush nacharbeiten. Das sieht dann vielleicht noch ein bisschen schöner aus, aber ich bin hier echt happy mit dem. Ja, Also hat mir super. sehr, sehr viel Spaß gemacht und dieser Grünton gefällt mir auch. Also ich habe ja mal für die Nightlords so eine Büste gemacht, habe mir jetzt auch fest vorgenommen, ich werde für die Sons of Horus auch noch meine Büste machen, Ja, weil cool. diese Grünton mir schon sehr, sehr gut gefallen hat. Aber erstmal kommt ein Imperial Fist. Die Biene, ja. Biene, Ja, summ, sehr summ, summ. schön. Gefällt mir super gut, Peter. Genau. Ja, Oh. ich kann jetzt gar nichts fragen. Also ist ja alles selbsterklärend. Ist ein sehr gelungenes Modell, finde ich. Vielen, vielen Dank. Ja. Hat auch, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn unsere Zuhörer, Zuseher vielleicht auch mal sagen, wie sie mit dem Rezept so vorwärts kommen, wie das so für sie funktioniert. Aber jetzt habe ich für uns ja noch eine Kleinigkeit mitgebracht. Sieht man dann auf dem nächsten Bild. Peters feuchte Pinselkunde. Den Peter von der Pinselkunde, Ah, genau. ein Pinselvergleich, sehr schön. Ja, yeah, genau. Ja. Weil ich habe in den letzten Folgen immer mal wieder drauf, ich glaube, Philipp hatte mich gefragt, was für Pinsel ich denn benutze. Und ich benutze seit Jahren eigentlich immer nur die Winsor & Newton Series 7 Pinsel. Habe bisher eigentlich auch immer nur die lange Version benutzt. Bin vor kurzem dann nach dem Video von David Covell auf die Kurzpinsel umgestiegen. Das sind die Da habe ich mir Miniaturen. mittlerweile auch einen besorgt, nachdem du das gesagt hast. Bin auch sehr zufrieden mit dem, mit diesem kurzen. Also jetzt habe ich so, also ich male ja nicht so genau immer. Ich nehme ja meistens nur so ganz super billige Pinsel. Dafür habe ich viele von denen. Und ich muss immer aufpassen, dass ich daran denke, dass ich die teuren Pinsel nicht in den Emaillack oder in die Ölfarbe tue, weil dann kann man sie nämlich wegschmeißen. Genau. Und deswegen male ich halt vorzugsweise immer gleich nur mit Kunsthaarpinseln, soweit es halt geht, und hole die dann immer nur raus, wenn es es wirklich braucht. Ja, also man muss auch sagen, die Winsor & Newton Pinsel, das sind schon hervorragende Pinsel. Also ich habe hier noch so auch andere vom Broken Toad, die sind auch ziemlich gut, die haben noch eine noch längere Spitze, deswegen, das ist nicht so ganz mein Weg. Ich bin meistens jemand, der mit kurzen Spitzen arbeitet oder mit so mittellangen. Aber bisher Winsor & Newton immer sehr, sehr, sehr gut gefahren. Was ich jetzt nur bewusst mal mitgebracht habe, sind diese Robloff-Pinsel. Auf die bin ich gestoßen, als ein ja, sehr bekannter russischer Maler, der Kirill Kanajew bei uns in Augsburg war und einen Workshop gemacht hat. Und der malt nur mit diesen Rubloff-Pinseln. Also das sind russische Pinsel. Und die sind sehr, 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 sehr günstig. Und ich dachte mir am Anfang, um Gottes Willen, das kann nicht sein. Winsor & Newton ist das einzig Wahre. Und der hat uns dann einfach ein paar Pinsel mal mitgebracht, hat eben einen mal in die Hand gedrückt. Und ich war sehr angetan von denen. Hab die jetzt lange Zeit ein bisschen liegen lassen, habe die vor kurzem wieder rausgeholt und habe dann wieder gemerkt, wie viel Spaß
diese Pinsel eigentlich machen. Das hat auch einen Hintergrund. Ich bin jemand, der jetzt nicht so auf dieses super saubere Blenden, also dieses Aufbauen der Farbschichten achtet, sondern bei mir geht es viel mehr um, ich arbeite jetzt sehr gerne mit Struktur. Also Ja. Striche, Kratzer, Tupfer, das macht für mich eine Figur eigentlich immer lebendiger. Deswegen habe ich diese Kurzhaar-Winsor-Newton-Pinsel für mich entdeckt, weil es mit denen das Stippling sehr gut funktioniert. Und mit diesen Rubloff-Pinseln, die haben eine schöne Eigenheit, dass sie sehr hart sind oder härter als die weichen Winsor-Newton-Pinsel. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie die verarbeitet worden Ach, sind. das klingt ja spannend. Das ist dann vor Genau. allem gut, wenn man so Punkte setzen muss und sowas, Ganz ne? genau, ganz genau. Oder wenn du halt super genaue Striche machen musst. Ja. Man sieht es jetzt hier auch im Vergleich von den Größen. Sind die beiden Winsor-Newton-Pinsel, die schwarzen hier, sind beides Einzelgrößen. Und hier auf der ganz linken Seite sieht man auch so einen Rubloff-Einzelpinsel. Es ist super dünnes Zeug. Ja. Und ich arbeite eigentlich fast nur noch ausschließlich mit dem 1,5er, weil der eigentlich die perfekte Zwischengröße für alles hat bei mir. Und sie sind wahnsinnig belastbar. Sie kommen eigentlich auch aus dem Nail Art Bereich oder werden dort sehr häufig verwendet. Sieht man auch, wenn man auf Amazon ein bisschen sucht, Nail Art Pinsel. Das sind echt, also sie sind echt Haarpinsel, also auch von diesem Rotmarder. Und das Schöne ist, du kannst damit, glaube ich, auch fast ein bisschen mit deinen Emailfarben arbeiten, wenn du die danach sauber auswäschst. Die Spitze bleibt trotzdem bestehen. Also ich war überrascht, ich benutze hier auch für etwas härtere Farben, also auch diese Alkoholfarben, die ich da von Vallejo für Metall habe, fehlt nichts. Also Okay. die Winsor-Newton, wenn ich die nur anschaue mit dem Alkohol, Ja, die dann mögen das nicht, ne? die mögen das gar nicht, die sind viel Ja. zu weich. Es sind auch die Winsor-Newton, gerade die langen, sind Aquarellpinsel eigentlich. Die Ja. haben viel mehr Wasserreservoir, also die haben eine ganz andere Maltechnik eigentlich. Deswegen sind sie sehr, sehr gut für dieses Blenden, für dieses mit Lasuren arbeiten. Da sind die Bombe, da kommen die Rubloff-Pinsel nicht hin. Aber gerade für meinen Malstil mit so Tupfen, mit Strichen, bin ich begeistert von diesen Rubloff-Pinseln. Und sie sind auch einfach noch verdammt günstig. Dann sind wir Also mal drei. gespannt, ob es die jetzt noch gibt. Ich hoffe, dass es sie noch gibt, aber auf Amazon gibt es, glaube ich, Amazon hat vielleicht mit sich noch einen größeren Vorrat angelegt. Vermute ich mal. Ich habe jetzt auch mal auf dem nächsten Bild, ich habe euch mal ein paar Punkte mitgebracht, wo ich versucht habe, die zu vergleichen. Ah, voll gut. Ist jetzt natürlich meine rein subjektive Meinung. Also ist jetzt nicht objektiv groß getestet worden. Habe einfach auch mal ein Einsatzgebiet definiert, wo ich die persönlich einsetze. Also wie gesagt, langen für Lasuren, für Washes, die Winsor-Newton kurz, gerade für dieses Stippling und die Rubloff schwerpunktmäßig für Striche oder so ein bisschen Strukturmalen. Da geht es halt wirklich hervorragend. Reservoir, also Wasserreservoir, habe ich gerade schon gesagt gehabt. Beim langen hat es sehr, sehr viel. Kurz und Rubloff haben ungefähr gleiche Wasserreservoir. Die Härte, auch vorhin schon angesprochen, beim langen, dadurch, dass es ein Aquarellpinsel ist, sehr weich, du kannst sehr schöne lange Linien damit ziehen, ist aber auch dadurch deutlich empfindlicher. Also gerade wenn du so ein Nasse-Nass-Blending machst, das machen die schon mit, aber man muss die danach dann echt gut pflegen, Ja. gerade die langen, weil die springen dir sonst Pinselseife. vorne wieder auf. Du musst höllisch aufpassen, dass keine Farbe in die Zwinge reinkommt. Ja. Also komme ich dann unten auch dazu, der Pflegeaufwand ist bei den Winsor-Newton sehr intensiv, gerade wenn man auch die Kosten sich anschaut. Weil so ein Winsor-Newton kostet sehr schnell mal 9, 12 Euro. Bei den Rubloff ist es so, dass du ein Dreierpack für 12 Euro bekommst. Ah ja, Also top. das ist wirklich, da ist dann drin ein Nuller, ein Eins und ein 1,5er und es gibt dann auch irgendwie ein Sechserpack für 30, irgendwie sowas. Also sehr. Ich finde es sehr schön, sehr angenehm, mit denen zu arbeiten. Und vor allem es sind alles echt Haarpinsel. Also das ist jetzt kein Kunsthaar. Und die Spitze bleibt bei den Rubloff auch sehr lange, sehr schön. Genau. Das ist jetzt so als Vergleich.
probiert es mal aus, macht, glaube ich, sehr viel Spaß. Und gerade so für die Maltechniken, die ich verwende, bieten die sich an. Ja, prima. Genau. Das haben wir es schon, Dann oder? Ich glaube, haben da wir sind schon, keine ganz Bildle genau. mehr. Ja, super. Peter, Cool. wieder vielen herzlichen Dank, dass du das alles so schön aufbereitet hast und so schön fotografiert und Tabellen gemacht und so. Das ist echt immer eine Freude. Fragen habe ich jetzt keine. Ich habe auch nichts anzumerken. Der Philipp auch nicht, weil er nicht da ist. Genau, der kann. Wie war das? Wer Nee. schweigt, stimmt zu. Und wer nicht da ist, hat auch keine Meinung. Irgendwie Genau, sowas. genau so ist das. Also, ich ja, hoffe, dass es ein bisschen was gebracht hat. Das bin für Fragen immer offen. Was es als nächstes Marine gibt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Da Vielleicht bin die ich. Biene. Die Biene, ach so, ja, das Ja. um Gelb drücke ich mich immer so ganz gern, weil das. Ja. Aber vorhin hast du es schon gesagt, dass du als nächstes die Biene machen willst. Ja, bei der Büste. Ach Ich habe so, bei mir der ja eine Büste. Ach Büste so. vorbereitet, weil da Gut, habe ich ein gut. bisschen mehr Fläche. Ja. Aber vielleicht mache ich dann doch mal so einen normalen Imperial Fist. Und ja. Ja. Naja, Ja, dann lass dich, gucken mach wir einfach, worauf du Bock hast. Nochmal an alle, die jetzt zuhören und auf unser Event kommen wollen oder kommen werden. Der Peter ist, wie gesagt, da auch zugegen und ihr könnt euch mit ihm zwischendrin oder auch abends an den Tisch setzen und ihn befragen und euch Tipps geben lassen und zusammen mit ihm malen. Genau. Also ich habe eine Okay. Malstation mit dabei, werde auch ein paar Sachen vorbereiten, bringe auch ein paar grundierte Figuren mit, sodass man einfach mal schnell irgendwas zeigen kann. Super. Also nehmt eure Farben mit, könnt ihr auch gerne vorher irgendwie mal bei uns im Discord-Channel von Veterans of Terra. Veterans of Terra, ganz genau, Dankeschön. Da haben wir unseren Kanal, da gibt es auch einen eigenen Kanal, Tipps beim Malen. Den ich so ein bisschen vorantreibe. Also einfach da auch gerne posten, dann bereite ich ein bisschen was vor oder ich mache es dann ad hoc. Das ist auch kein Problem. Ich denke auch, kein Problem. Ja, Genau. super. Dann, lieber Peter, wieder vielen, vielen Dank oder nochmal. Gerne. Und wir schauen dann mal, wie es weitergeht. Das sagen wir euch jetzt nicht. Und wie es mit den regulären Sendungen weitergeht, werden wir dann sehen. Genau. Genau, guck mal, dann sehen wir schon. Dann. Vielen Dank. Genau. Haltet Pinsel feucht. Und bleibt sauber. Vorsicht!